Von Matrei fahren wir ins Würgental über Bregraten und Hinterbichl bis ganz hinter nach Ströden. Vom Parkplatz aus sehen wir auch schon die Umballwasserfälle. Fürs Parken müssen wir eine Tagesgebühr von 6 Euro bezahlen. Vom Parkplatz bis zur Islitzer Alm geht man etwa 40 Minuten, könnte sich aber auch mit dieser Pferdekutsche transportieren lassen. Sie pendelt stetig hin und her. Schnell erreichen wir dann auch schon die Islitzer Alm. Die Umballfälle sind Wasserfälle des Oberlaufs der Isel. Links der Wasserfälle geht es jetzt ständig bergauf. Immer wieder sehen wir Schautafeln mit Erklärungen oder Sprüchen. Bei einigen Brücken kann man den Wasserfall auch überqueren. Einige steilere Strecken geht man dann über Stufen. Die Umballfälle sind keine freifallenden Wasserfälle, vielmehr stürzen sie sich in Kaskaden ins Tal. Unmittelbar neben den Wassermassen führt der Wasserschaupfad nach oben. Ab und zu wird einem die Möglichkeit geboten, sich über das Wasser zu stellen. Immer wieder wird uns ein anderes Bild geboten. Bei den Steinmandeln müssen wir natürlich auch unsere Steinchen ablegen. Nach der Felsenwohnung treten wir unseren Rückweg an. Wir müssen ja noch nach Karls in unserem Hotel einchecken. Für den Rückweg nehmen wir dann aber den Weg durch den Wald abseits des Wasserfalls. Trotzdem wir nicht ganz oben waren, man bräuchte einen ganzen Tag, konnten wir sehr schöne Eindrücke sammeln. Nun geht's zurück nach Matrei und dann nach Karls.